Das historische Buch mit Stadtansichten aus den Jahren von 1870 bis 1970 wurde im Rathaussaal vor vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern präsentiert. Also die heutige Buchpräsentation zum Buch Das Alte am Stetten freut mich besonders sehr. Die Autoren Martin Pollack und Gerhard Zeilinger haben ja auch am Stetten Wurzeln. Der Martin Pollack ist ja teilweise in Linz und teilweise in Amstetten aufgewachsen und Gerhard Zeilinger ist ja ein gebürtiger Amstettner. Also ich kenne Amstetten noch so unter der russischen Besatzungszeit. Nicht? Ich war für ein Kind ja irgendwie ein Faszinosum, nicht? Soldaten in Uniform, Russen. Und ich habe dann schon die Entwicklung von Amstetten mitgemacht. Also ich habe zum Beispiel bei einem Bekannten meiner Großmutter gewohnt, dem Fritz Senker, das war ein Arzt. Und da kann ich mich noch erinnern, wie das Haus zerbombt war. Und ich habe dann im wieder aufgebauten Haus gewohnt. Also sozusagen, ich habe auch diesen Wiederaufbau am Stetten wirklich am eigenen Leib, kann man sagen, erlebt und habe gesehen, wie das vorangegangen ist in Amstetten. Die alten Bilder zeigen teilweise ganz ungewohnte Ansichten mit damals noch viel freier Fläche rund um Amstetten. Doch so manches Bild lässt auch noch aktuelle Gebäude wiedererkennen. Die Autoren sind Profis. Naja, ich bin eigentlich spezialisiert auf regionalgeschichtliche Werke. Also ich bin eigentlich im Weinviertel zu Hause und dort ist der Verlag. Und ich bin also sehr spezialisiert auf regionalgeschichtliche Werke über das Weinviertel, aber über Gesamtniederösterreich und Wien. Also da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich den Martin Pollack für dieses Buch gewinnen konnte. Mich hat der Herr Winkel, Herr Maden, vor ungefähr einem Jahr angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, auch so ein Buch über Amstetten zu machen, das alte Amstetten. Und ich habe ja einmal schon 2001 mit dem Manfred Wohlfahrt so ein Buch gemacht, das hat geheißen Amstetten in alten Ansichten, das aber sehr schnell dann verkauft war. Also die Nachfrage ist irgendwie scheinbar doch gegeben. Und ich wollte aber dieses Buch nicht alleine machen, habe den Martin Pollack, mit dem ich seit vielen Jahren eng befreundet bin, gefragt, ob ihn das interessieren würde. Ich habe natürlich gewusst, dass es ihn interessiert, weil er ja nicht nur ein großartiger Schriftsteller ist, er ist vor allem auch ein Spezialist für historische Fotos. Also er kennt sich wirklich mit alten Bildern, Bildmotiven wahnsinnig gut aus und das erkennt man ja auch dann in seinen Büchern, wie sehr das sein Schreiben beeinflusst auch und geprägt hat bis heute. Den Band Das alte Amstetten gibt es in den Buchhandlungen zu kaufen.